Will ich frühstücken wie du, lässt mich bei dem Karpfen dafür zahlen. Und die Eier muss ich selber holen bei dem Bauer im Nachbartal. Meist kalt und warm bekomme ich dann auch schließlich mein Omelett. Doch ich träum die ganze Zeit, ich lag warm und kuschelig in meinem Bett. Ach, wirklich? Wirklich. Aber es geht schon. Ich meine, ich habe mich dran gewöhnt. Und ihr? Naja. Ja. Möchte ich ein Ei, kommt die Magd herbei und fragt höflich, wie darf's sein? Soll gekocht, borschiert, ein Spiegelei oder roh geschäumtes sein? Und während ich es massiert, ganz fest meine Füße die Magd dabei. Doch viel lieber lese ich schlaue Bücher in der Bücherei. Ich bin wie du, ach ja, du bist wie ich. Doch hier gefällt's uns beiden nicht. Wir wären gern auf einen Stern. Ich bin ein Mädchen genau wie du. Hätt nie gedacht, dass ich so bin. Seit ich dich kenn, hat alles Sinn. Ja, es ist wahr, und sonnenklar. Ich bin ein Mädchen genau wie du. Also, du bist eine Sängerin. Nein, ich arbeite in Madame Karpfens Arbeitslager. Ich meine, Kleiderimperium. Oh, ich mag Madame Karpfens Kleider sehr. Ich habe das Kleid genäht, das ihr tragt. Das hast du genäht? Es ist mein Lieblingskleid. Der Schnitt scheint sehr kompliziert zu sein. Oh, im Grunde ist der es gar nicht. Zuerst wähle ich nen Stoff, mehr aus, steck das Muster darauf fest. So entsteht der Zwang genäht, das neueste Kleid fürs nächste Fest. Ich trag das Kleid mit voller Freude, ganz heimlich, ganz allein. Oh, wie schön es ohne unbekannten Bräutigam doch sein. Aber das würde ich meiner Mutter nie sagen, ich möchte sie nicht enttäuschen. Oh, das verstehe ich nur zu gut. Ich bin wie du, ich bin wie du. Du bist wie ich und daran zweifeln wir auch nicht. Wir ziehen es durch, ganz ohne Furcht. Ich bin ein Mädchen genau wie du. Ich bin wie du, ich bin wie du. Du bist wie ich, kann jeder sehen auf einen Blick. Ein Herz erschlägt, ein Mund der Wahrheit spricht. Ja, du bist genau wie ich.